Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel vom Poughkeepsie Network. Heute geht es wieder um ein Review für einen Gadget Plaza Blog. Vor etwas über einem Jahr, letzten Frühjahr irgendwann war es mal, haben wir euch den Holoclip vorgestellt. So eine 3-in-1 Linse. Zum einen das Fischauge, dann gegenüber die Wide Winkel, also Wide Angle. Und darunter, wenn ihr das Ganze wegschraubt, ist noch für die Makroaufnahme eine Linse mit dabei. Und Holoclip hat etwas Neues rausgebracht. Zum einen werden wir euch heute vorstellen, hier von Holoclip, das Case. Was das Ganze so speziell macht, das schauen wir uns gleich noch an. Und etwas, was erst Ende Juli auf den Markt kommt, und das sind diese zwei Säckchen. Aber kommen wir zuallererst zu der Hülle. Immer wieder habe ich von Lesern im Blog und auch hier auf YouTube gehört, dass das zwar eine gute Idee sei, sie aber grundsätzlich an ihrem iPhone ein Case verwenden und da sei das Ganze nicht ganz so praktisch. Zuerst muss man das Case entfernen und nachher kann man erst einen Holoclip drauf machen und so sind Fotos dann doch schon ein bisschen mehr Aufwand. Da hat auch Holoclip mitgedacht und hat ein eigenes Case entwickelt. Das besteht aus zwei Teilen, diesem und diesem hier. Und das schauen wir uns doch gleich mal kurz an. Zuallererst kommt hier auf dieser Seite, wo die Aussparung für die Lautstärke und den Stummschaltbutton sind, reingedrückt und dann oben auch, wenn das Ganze fix hält. Unten Speaker, Mikrofon ist frei und der Dock-Connector und oberhalb ist für das Ein- und Ausschalten und der Klinkenstecker frei. Und das ist es auch schon. Wenn ihr hier jetzt ein Foto machen möchtet, ist es einfach, hier auf der Seite den Clip hochmachen, die Linse platzieren, wie ihr sie gebraucht, und das Ganze auf die Seite schieben. Perfekt. Holoclip hat auch noch mitgedacht, wenn ihr ganz genau hinschaut, wenn das Ganze ganz aufgeklappt ist, hier auf dem Lautstärke Plus Button ist das Case-Teilchen, Stückchen, was ihr wegschiebt. Das Coole daran ist, ihr könnt den doch noch benutzen, indem ihr einfach das Case hier runterdrückt. Und ich hoffe, ihr hört es, es löst Bilder aus. Seit ja iOS 6 geht das ja über diesen Plus-Knopf. Genial, also wirklich cool durchdacht von Holoclip. Dazu kommt, nicht jeder hat eine ruhige Hand. Und da gibt es eben ein zweites Stückchen. Aufstecken, dann hat es zum einen hier unten und hier auf der Seite zum Hochformat und Querformat, um das Ganze zum Beispiel an einen Gorillapod zu schrauben. Das Ganze ist aus Plastik, hier drin aber eingelassen ein Stück Aluminium, also das Gewinde ist stabil und somit verdreht sich das auch nicht so schnell und bleibt auch länger ganz. Das zweite Coole daran ist hier oben dieses Stückchen, was ihr rausschieben könnt. Und jetzt habt ihr einen Schub, einen Blitzschub. Hier könnt ihr sowas oder auch kleiner, gibt verschiedene Möglichkeiten, einspannen, anschrauben, auf den Ständer machen und schon habt ihr ein richtig größeres Fotoapparat mit Belichtung und so weiter. Was natürlich auch möglich ist, hier drüber über diesen Blitzschuh Mikrofone anzuschrauben, da haben wir auch ein Review vom iShotgun von Mick W. Unbedingt mal anschauen, ein geniales Teil, welches ihr eben auch oben drauf schrauben könnt. Aber lassen wir das alles jetzt mal weg. Wichtig beim Case lösen ist, dass ihr zuerst hier den Schutz wegnehmt und dann ist es einfach zum Auspulen. Aber dann kommen wir jetzt doch zu den zwei Säckchen, welche wir euch gezeigt haben zu Beginn. Wie gesagt, es geht nicht nur um das Case von Holoclip, sondern auch um zwei neue Produkte. Und die schauen wir uns doch gleich mal an. Hier im kleineren Säckchen kommt ein Polarfilter zum Vorschein. Für alle Fotografen unter euch, die wissen, für was das gut ist. Alle anderen bitte im Review www.gadgetplaza.ch nachlesen. Dort werden wir auch ein, zwei Tage später noch ein paar Bilder verlinken. Wir werden einiges an Bildern machen und diese da mit einbinden. Dann kommt das zweite Säckchen, das große. Und hier kommt ein zweiter Holoclip, also ein neuer Holoclip zum Vorschein. Vom Aufbau her genau gleich wie der alte. Hier dieser Einschub, damit der Home-Button nicht gedrückt wird, das iPhone nicht deaktiviert wird. Auf der linken Seite ist der Adapter, der Filter-Mount für den Polarfilter. Und auf der rechten Seite, hier mit dem Deckelchen geschützt,
ist das Teleport ein zweifacher optischer Zoom, damit ihr das Ganze ein bisschen näher ranzoomen könnt. Das Ganze ist natürlich auch kombinierbar. Zum einen, wie gesagt, hier der Polarfilter alleine, direkt so drauf und dann Siphon gemacht und Foto gemacht. Oder eben auf dem Telefoto, also auf dem optischen Zoom angebracht. Und hier kann das Ganze noch justiert werden, damit auch der Filter, der Polarfilter richtig eingestellt ist. Der aufmerksame Zuschauer hat sicherlich bemerkt, dass ich, bevor ich den Polarfilter hier das erste Mal draufgesteckt habe, ein Stückchen weggenommen habe. Das ist nicht ein Schutz oder etwas, was das die Linse schützen soll oder sonst einfach ein Stück, das nicht gebraucht wird, sondern das ist ein Adapter. Denn Oloclip hat auch hier mitgedacht, ihr könnt den Polarfilter auch mit dem 3-in-1 Linsenmodul nützen. Hier, wie vorher schon gezeigt, direkt auf dem Fischauge. Und mit dem Adapter ist das Ganze nachher noch möglich, auf dem Weitwinkel aufzubringen. So. Und ihr habt einen Polarfilter direkt mit Weitwinkelobjektiv. So habt ihr einiges an Möglichkeiten, mit dem bestehenden Oloclip und dem neuen Oloclip andere Fotos zu machen, schärfere Fotos, bessere Fotos, wie auch immer. Und ihr könnt euch auch den einen oder anderen Gang in Instagram sparen und müsst da nicht irgendwelche komischen Filter drüber jagen. Zum gewissen Teil macht das hier der Polarfilter. Aber wie gesagt, ein Fazit und wo ihr das Ganze kaufen könnt, findet ihr unten in www.gadgetplaza.ch auf dem Blog oder auch in dem Beschrieb unten drin ist der Link, der direkte Link zu diesem Review. Das war unser Video zur neuen Linse von Oloclip sowie dem Case von Oloclip. Wie gesagt, das Review und unser Fazit findet ihr auf gadgetplaza.ch. Schaut später wieder rein, es werden weitere Videos folgen in den nächsten Wochen. Besten Dank fürs Reinschauen und ja, zum Kaufen, wie gesagt, ihr findet dann einen Link auf gadgetplaza.ch und unten im Beschrieb. Das Ganze wird es erst ab circa Ende Juli im Verkauf geben. Also hier schon mal ein Voreinblick in die neue Linse und das Case. Besten Dank, euer Poughkeepsie für gadgetplaza.ch. Tschüss!